So, jetzt starten wir mal das Spiel. Wo waren wir denn stehen geblieben? Wir waren stehen geblieben. Wir waren jetzt im Lager und haben. Ah, jetzt weiß ich wieder. Wir sind unten in dem Keller. Geschossdienst da. Ganz unten. Praktisch. Genau hier. Mein Monitor ist wieder so verschmutzt. Ich hasse das. Kennt ihr das auch? Ihr wollt nicht riskieren, das anzufassen, was dann nur noch Wir verschmutzter laufen wird. wieder mit voller Kraft. Hierüber hat man Zugang zu den Turbinen. Irgendetwas habe ich das Gefühl, dass wir es mit dem Schloss machen müssen. Aber ich weiß nicht so recht. Ich weiß ja nicht so recht. Irgendwer ist da. Hallo. Herzlich willkommen am Stream. Schön, dass du dich hierher verirrt hast. Wir haben ja mit dem da hinten geredet. Durchgucken Bist du reden. noch da? Kann ich wieder das Ding verwenden? Dieses Schloss, das bringt mich. Ah, das ist so schlimm. Kann ich irgendetwas gegen das Schloss machen? Schraubenzieher. Nein. Messer. Lieber nicht. Was kann ich denn hier machen? Ich muss ja irgendwie wohl den Datenkristall bekommen. Aber den Datenkristall bekomme ich nur, wenn. Keine Ahnung was. Ich muss diesen Terminal zum Laufen bekommen. Keine Ahnung wieso. Ich mach's einfach. Und den kriege ich halt zum Laufen, wenn ich hier die Generatoren wieder anschmeiße. Aber die ist ja hinter der Panzertür. Was sagt das Terminal? Wieso kann ich nicht Hierüber bedienen? hat man Zugang zu den. Komm mit Die das Turbinen Turbin. laufen. Jetzt muss ich nur noch den Strom ins Gebäude bekommen. Muss es denn nicht laufen? Müsste das denn nicht anders Ich schaute durch funktionieren? die Löcher, aber ich konnte nichts erkennen. Sie ist zugeschlossen, als hätte sich jemand auf der anderen Seite verbarrikadiert. So, tut mir leid für die kurze Unterbrechung, ich bin wieder da. Panzertür, die kann ich nicht Ich öffnen. sehe nirgendwo einen Türgriff. Keine Ahnung, wie. Gut, was soll ich machen? Vielleicht Meldung erstatten oder keine Ahnung was. Geh deine verdammte Pause machen! Ja, der wird mir wahrscheinlich auch nicht glauben, dass hier irgendwer unten ist. Kann ich das Paddel nach dem Datenkristall schmeißen? Wir müssen schon hier irgendetwas machen. Ich weiß nicht, was man mit dem Rinnsal machen soll. Das ist das Wasser von. Das ist Wasser von oben, sehr schön. Mehr kann ich nicht damit machen. Oh, ein Kabel, ich sehe. I see. Ein altes, undichtes Kabel in einer Pfütze. Das muss der Grund für den Kurzschluss sein. Es läuft hier die Wand entlang, und zwar bis hier. Dann verschwindet es einfach. Okay, die abdecken können Die wir. Schaukästen sind hier mit. Ja, die können wir öffnen.
oder? Ja, perfekt. Sehen wir hier den Stecker? Das ist die Strombuchse für die Schaukästen. Wenn wir das ziehen, sind die Schaukästen zwar nicht mehr verbunden, aber alles andere sollte funktionieren, oder? Ja, Problem gelöst. Perfekt, dann haben wir es. Schalter, Terminal. Okay, so sollte das Ganze funktionieren, oder? Ja. Das heißt, wir kriegen das Terminal. Perfekt, das habe ich nicht erwartet. Benutzen. Oh je, das klingt aber nicht gut. Guten Abend. Vielen Dank für die Wartung dieses Terminals. Guten Abend. Gern geschehen. Guten Abend. Bitte fügen Sie Ihren Datenkristall ein. Hier kann ich, den Datenkristall antun. Ich bin doch nicht lebensmüde. Ich komme nicht ran. Warte, was ist, wenn ich unten ein Netz spanne und dann... Hallo, Null Lase Null. Weiß nicht. Willkommen im Stream. Und was ist, wenn ich unten ein Netz spanne, also das, die Membran hier, unter dem Wasserstrahl und dann irgendetwas oben runterschmeiße, sodass es aufgefangen wird? Ich weiß ja nicht. Ja gut, Nein, das würde... Alles bloß schaumig machen. Hm. Nee. Nö. Kann ich nicht irgendwie ein Paddel mit Membran, sodass es ein Cacher wird und damit die Datenkristalle auffangen? Das wird nicht funktionieren. Ach, nee, besser nicht. Ich kann meine Ausrüstung... Ich kann meine... Bestimmt... Versuch. Ja, das sieht süß aus. Versuchen wir nochmal mit dem Typen hier zu reden. Der sich hier hinter verkrochen hat. Bist du noch da? Ja. Und wenn er sowas sagt, na, es gibt nichts zu kaufen. Wie sollen wir es denn hinschaffen? Rechter Schaukasten, linker Schaukasten, Kabel. Können wir das Kabel nicht nehmen? Das leitet. Ich glaube, das hatten Sie schon. Ach so, ja, stimmt. Rinnsal, 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 Rinnsal. Boah, kalt. Boah, kalt. Oh, wer hat gefollowt? I didn't see that. Verdammt. Null Lase, willkommen. Danke fürs Followen. Woher kommst du denn? Sag's mir. Wie hast du mich gefunden? Das interessiert mich jetzt. Verdammt. Ich bin aber scheitern. Das ist mir so peinlich von einem Viewer. Sonst habe ich keine Viewer. Dann ist es mir nicht peinlich, wenn ich scheitere. Ich weiß nicht gerade, was ich machen soll. Also ich muss immer noch an den Datenkristall hier. Aber ich habe keine Ahnung, wie ich an den kommen soll. Der ist hier. Und der... Das Rinnsal ist da. Und dann... Wenn die Wand bricht, dann bin ich verloren. Schön, aber ich habe das Rinnsal angequatscht und nicht die Wand. Meh. Schraubenzieher, Paddel, Messer. Oh. Das Wasser würde schaumig werden, aber was bringt mir das? Da kannst du duschen. Hehehe. Nee. Das bringt nicht. Nee, bestimmt. Was ist, wenn ich den Terminal nochmal benutze? Was sagt der Terminal zu mir? Guten Abend. Bitte fügen Sie... Nenn ich. Sehr schön. Oh, warte, da ist etwas. Das habe ich gar nicht gesehen. Das ist eine Signalleuchte. Oh, das habe ich gar nicht erst mal entdeckt. Und mit dieser kann ich wahrscheinlich in den Wartungsschacht unten schauen, weil es dunkel ist. Lampen. Keine Ahnung. Verstehe ich nicht. Ja gut, kann ich nicht miteinander probieren. Ja, das war klar irgendwie. Ach, verflucht, Verschlichtung.
dann versuche ich mal runterzuklettern und jetzt in diesen Wartungsschacht Licht reinzubringen. Vielleicht sehen wir da was. Perfekt. Jetzt hier lang und die Lampe und Wartungsklappe. Verdammt. Perfekt. Und. Come on. Och, Menno. Bestimmt. Nee. Das bringt. Nee. Ach, nee. Hier ist das ganz hinten, sehe ich ein. Oh, vielleicht hier. Verstehe ich nicht. Mann. Nee. Ich habe hier dunkle Orte, aber die Lampe kann ich nicht benutzen, denn kann ich vielleicht die Lampe an dieses Kabel hier anschließen? Nein. Na, ja. Ja, hier kann ich sie auch nicht mehr verwenden. Es muss doch irgendetwas da sein. Lampe am Turmen? Das macht keinen Sinn. Keine Ahnung. Ja, keine Ahnung wie, das sagst du im Richtigen. Das tickt so sehr, kann ich das nicht irgendwie... Weiß nicht. Kann ich hier nicht die Membran drauf tun und dann... bedienen? Die Turbinenlampe... Jetzt ist das... Jetzt die Lampe... Nee, ich war... Was ist mit dem? Ich ziehe die Energie aus dem Schloss in die Batterie und kann es dann öffnen. Oh... Wow. Wie soll ich das Delven denn nun erklären? Besser, ich behalte es für mich. Oh, verdammt. Gut, ansehen. Die Explosion hat ein Loch in die Hülle gerissen. Ich kann da drin etwas funkeln sehen. Moment, die Explosion hat... Ich kann da... Was tickt hier so? Was ist das? Hey, das kenne ich. Das ist Geld. Nicht möglich. Das haben Sie sofort erkannt? Ja. Mein Vater hatte mir welches gezeigt, als ich noch klein war. Wir hatten nie genau verstanden, wie man es benutzte. Aber bald sollte ich es herausfinden. Und jetzt in den Schlitz. Das wäre ja lustig. Sieht aus, als könnte es passen. Jetzt ist es weg. Jetzt hab ich eine Flasche. Eine Flasche Red Curry Cola. Red Curry Cola. Ist das ein Batman-Logo? Keine Ahnung. Auf Cut. Die Flaschen haben einen Drehverschluss. Lieber nicht. Weiß nicht. Lieber. Nein. Wie alt muss diese Cola nur bitte schon sein? Vielleicht kann ich mit dem ins Reden anbieten, ihm die noch Cola da? Zu geben. Ich gehe dann mal. Weiß nicht. Nee. Was kann ich jetzt mit dieser Cola machen? Kann ich es vielleicht mit dem Hinsel hier kombinieren? Bestimmt nicht. Bestimmt nicht. Da habt ihr meist gehört. Kann ich die Flasche vielleicht gegen die Turbinenkammer werfen? Besser nicht. Oder nein, nein. Das Terminal schütteln. Maschine? Bestimmt nicht. Ja, das ist doof. Vielleicht in die Wartungsklappe. Keine Ahnung. Verflucht. Nein. Okay. I have no idea what I should do. Rinnsal. Lieber alles nochmal untersuchen. Nicht, dass es dann irgendwie so eine Sache ist wie die Lampe da oben. Obwohl ich die Lampe noch immer nicht verwenden kann. Das ist auch sehr labi. Der Abgrund. Was mit dem Terminal da unten? Der neue. Was ist, wenn ich ein anderes Licht anschalte? Drei merkwürdige Socken. Lassen Sie mich raten. Das waren Teleporter. Sie stellten sich auf einen, murmelten was in ihr. Waren Sie auf einem anderen Planeten? Nein. Das waren verrostete Regale. Oh, schade. Hier ist ein Knopf, der nichts macht. Oh.
Ah, das eine ist das Sockel und das andere ist der Steckplatz. Also können wir vielleicht die Lampe hier auf den Ding tun und dann immer betätigen drücken? Es passiert nichts. Okay, dann nehmen wir nochmal die Lampe und stecken es auf den dritten Sockel. Beziehungsweise auf den dritten Steckplatz. Jetzt machen wir hier und... Lassen Sie sich sparen. Nein. Oh. Betätigen. Es passiert nichts. Aber wieso nicht? Oh. Gibt's auch mehr Steckplätze? Datenkristall ansehen. Hier haben wir es her. Das ist Nigels Kristall. Er hat sich beim Sturz in den Stein gebohrt. Hm. Lass es mindestens in den Steckplatz tun. Der macht nichts. Oh, was ist. Warte, was ist, wenn ich mit der Red Curry Cola. Bestimmt. Hier nee. Keine Ahnung. Ich weiß. Ach nee. Verstehe ich. Nee. Weil der Tim sagt, das sind verrostet und vielleicht konnte ich die irgendwie. Mit Seife oder irgendetwas? Nee. Was ist mit einem Messer? Kann ich das öffnen? Nö. Na, Handel? Keine Ahnung. Auch nicht. Schraubenzieher. Auch nicht. Gut. Wie bringe ich diese überhaupt zum Leuchten? Ja gut. Hab ich gesagt. Das war wohl mal die Eingangshalle da unten. Ja. Rinder. Was kann ich nur mit dieser Leuchte anfangen? Kann ich die Schaukiste anfangen? Nee. Kann ich hier irgendwas machen? Nein, da haben wir es länger. Ich finde, die Membran gegen so eine Cola ist kein guter Tausch. Kann ich irgendwas mit dem Rinderreich hier machen? Weiß nicht. Weißt du nicht. Die Flaschen haben... Dann drehen doch auf. Weiß nicht. Ich weiß... Lieber... Das bringt... Ach, nee. Ich weiß nicht. Was kann ich denn sonst mit der Ding machen? Das ergibt doch keinen Sinn. Mensch. Ich werde mir auf jeden Fall keine Komplettlösung schauen. Ich werde alles selbst hinbekommen. Ein Steckplatz für eine dieser Signallichter. Nur kurz schauen, ob das mit den Sounds noch richtig ist. Ja, perfekt. Intakte Chip Terminal. Was ist, wenn ich die... Guten Abend. Curry Code auf den... Das bringt... Nee. Was mit dem Steckplatz? Nee, dem steckt das. Und was mit dem Rinnsal hier? Nee. Das was bringt mit dem Datenkristall? Und was mit dem Rinnsal hier? Nee. Das bringt nicht. Das bringt. Nee, nee. Keine Ahnung. Ja gut, hier werden wir wohl nichts machen müssen. Was machen die hier nur? In den Abgrund? Nö. Also wir können die Kohle auch nicht in den Abgrund werfen, okay. Rinnsal. Das ist das Wasser. Hoffentlich halten die Wände, solange ich noch hier unten bin. Okay, es gab schon mal zwei verschiedene Sachen, je nachdem welchen ich ansprach. Also kann ich auch ein bisschen von den ganzen Sachen nicht hier drauf verwenden. Das bringt nichts. Ich habe gerade ein paar Audio-Bugs mit meinen Kopfhörern. Das sind Kopfhörer kaputt und ja. Nö. Nee. Das bringt neue. Hinklettern, komm, lass hinklettern. Ich bin doch nicht. Doch, bist du. Hm.
eine Signalleuchte. Ich habe keine Ahnung, wo ich diese Leuchte verwenden sollte. Die Red Curry Cola. Kabel. Rinnsal. Das ist das, was... Ich hab schon geschaut. Da ist noch ein Rinnsal. Kalt, will nicht. Kann ich nicht mit dem Paddel? Weiß nicht. Und was ist mit... Auf kein... Das macht keinen Sinn. Red Curry Cola. Besser nicht. Oder was mit der Lampe? Rechter Schaukasten, linker Schaukasten. Was mit dem rechten Schaukasten? Im rechten Schaukasten für ihn. Ja, wirklich, ein Schalt. Hier gibt's keine und was, oder? Nee. Ich weiß nicht. Nein, nee. Ein Nutrima. Red Curry Cola. Gott, ich bin hier am Verzweifeln. Lieber nicht. Ach nee, verstehe. Klapp, schließen. Habe ich hier denn noch Zugriff, das Terminal? Nein. Also macht das keinen Sinn. Aber das Terminal... Die Turbine... Das funktioniert hier nicht. Und da... Das Terminal brauche ich auch nicht. Verstehe. Nee, lieber nicht. Kann ich die Klappe... Was tickt hier so beschissen, ey? Sie laufen wieder... Ich sehe nirgendwo einen Türgriff. Hier ganz hin. Bist du noch da? Ich gehe... Das geht auch nicht. Jemand beobachtete mich. Besser nicht. Nö. Piu. Ich weiß nicht. Nein. Sie ist zu... Als hätte sich jemand... Zugeschweißt. Nein. Nö. Nö. Ich schaute durch die Löcher. Ich kann... Nö. Ich kann meine Auto... Ich kann... Nee. Kein... Nein. Auf keinen... Ich kombiniere jetzt einfach mal alles mit allem. Das Brett. Die Flaschen... Nein. Lieber. Nein. Weiß... Nee. Gut. Hallo, Händler Rux. Willkommen im Stream. Leider bin ich gerade etwas verpeilt und ich habe keine Ahnung, was ich hier tun soll. Ich habe schon alles abgesucht, alles mit allem kombiniert. Meine einzige Idee wäre noch, rauszugehen einfach. Also zurückzugehen. Und keine Ahnung, was zu machen. Küche, Lampe. Oder konnte ich nicht irgendwie die Lampe mit der Lampe? Bestimmt. Nö. Geht einfach nicht. Das geht doch nicht. Stellwindschlafsack, Lampe, mein Schlafsack, Kühltruhe, Container. Kann ich vielleicht die Red Curry Cola in die Kühltruhe nee. Tun? Nee. Vorräte. Was ist mit, wenn ich mit denen da spreche? Delvin? Wie funktioniert... Um sie zu benutzen, das Netz? Delvin war noch nicht unten. Der kann damit nicht... Hast du Durst? Kann man das trinken? Ich weiß nicht. Dann lieber nicht. Hm. Ich hätte zwar ein paar Reaktionen, aber ich kann damit nicht trinken. Super. Mist. Salvador ist immer noch kriegsgrimmig wie eh und je. Es ist doch lösbar, aber ich weiß ja noch nicht wie. Ach,
Fuck it, ich schaue jetzt einfach mal kurz nach. Ich schaue einfach nur einen nach. Paddel mit dem Datenkristall, das habe ich doch schon versucht. Ja, das Paddel hat genau die richtige Länge. Was? Bitte! Nein, das Rinnsal hat ihn weiter nach unten gespült. Bitte, das war die erste Sache, die ich versucht habe und jetzt funktioniert sie auf einmal. Ja, sicher. Ha. Ich und... Oh mein Gott. Das gibt's doch nicht. Das erste, was ich versucht habe, dann kann ich jetzt runter den Datenkristall nehmen. Irgendwo hier. Hier ist er nicht. Hier auch nicht. Und da hinten vielleicht? Komisch. Ich hätte schwören können, dass er hier runtergefallen ist. Wo hat das Wasser ihn nur hingespült? Vielleicht hier beim Kabel. Das leitet vorerst kein. Was mit hier? Nö, hier nicht. Kann ich jetzt irgendwie, keine Ahnung, Red Creek oder Rinsal. Nee. Vielleicht kann ich wirklich die Seife hier kombinieren, damit ich sehe, wo das hingespült wird. Rein aus Vermutung her. Rein von der Vermutung her. Wenn ich hier jetzt die Seife mit dem Wasser kombiniere. Ich hatte eine Idee. Ja. Ich nahm das Stück Seife und spülte es genau an der gleichen Stelle runter, wo vorher der Kristall gelegen hatte. Perfekt. Genau es, wie ich gedacht habe. Da lang und hier runter. Ach, da, perfekt. Das muss das Rinnsal sein. Die Seife im Rinnsal. Nette Idee. Haben Sie diesen Datenkristall denn so gefunden? Aber ja doch. Der Schaum wies mir den Weg. Blieb nur noch zu hoffen, dass er noch funktionierte. Perfekt. Ich habe den zweiten Datenkristall gefunden. Kannst du ihn auslesen? Bitte. Nicht schlecht, Funke. Aber du hast deine Pause in den Sand gesetzt. Der verdammte Kristall ist kaputt. Können wir nicht herausfinden, wo Nigel die Daten her hat und sie nochmal runterladen? Die Daten sind ruiniert. Aber der ID-Chip hier scheint noch zu funktionieren. Wenn du ein funktionierendes Terminal findest, kannst du dich mit diesem Kristall unter Nigels Account einloggen. Sein Passwort ist Blaualge. Natürlich, das meinte Nigel. Die Cyanobakterie ist der Schlüssel. Gib es auf. Der alte Mann wird nichts Bedeutendes gefunden haben. Darf ich ihn wiederhaben? Nimm nur. Wie soll er bitte schon in dieser Zeit schon einen Account haben? Das macht doch keinen Sinn. Oder ist es so aller, die Daten sind bereits vorhanden, mit einer bestimmten Sache können die rekonstruieren sofort. 1:0 praktisch. Guten Abend. Sehr schön. Nennen Sie nun Ihr Passwort. Dein Passwort ist Blaualge. Das Passwort ist Blaualge. Willkommen zurück, Nigel. Was kann ich heute für Sie tun? Was ist das hier eigentlich? Mein Name ist Quickie.
und ich bin Teil des multifunktionalen Quickie-Informationssystems Platin, um Ihnen Ihren Aufenthalt in der Jack London Library so angenehm wie möglich zu machen. Verfüge ich über ein komplexes, aber leistungsstarkes System hochmoderner Höflichkeitsalgorithmen, spreche fließend 34 Fremdsprachen und biete Ihnen Zugang zu... Ich möchte die gleichen Daten herunterladen wie gestern. Fehler. Dieser Vorgang kann leider nicht ausgeführt werden. Bitte versuchen Sie es noch einmal, Nigel. Ich möchte... Sehr gerne. Darf ich Sie vorher noch auf unser umfangreiches Serviceangebot aufmerksam machen? Danke, das ist nicht nötig. Zu welchen dieser Themen benötigt zum Angebot unserer KI? Ich hab doch zu Vorteilen für Premium oder zu unserem vielseitigen E-Learning-Angebot. Bitte? Ich möchte einfach nur die Daten herunterladen. Sie möchten von den neuen Angeboten aus unserer Cafeteria erfahren. Ja. Wie wär's mit einem ausgiebigen Frühstück? Oder vielleicht auch nur einer Tasse Kaffee, Nigel. Genießen Sie jetzt das reichhaltige Frühstücksangebot zu einem unschlagbaren All-You-Can-Eat-Preis. Muss ich mir das jetzt alles anhören? Sie möchten weitere Informationen zu unserem umfangreichen E-Learning-Angebot. Rechnen Sie auf in eine neue Erfahrung des virtuellen Lernens und erweitern Sie Ihre Kompetenzen. Zögern Sie nicht lange. Und registrieren Sie heute noch einen Probemonat in unserem E-Learning-Programm. Bitte, please. Es ist doch sowieso egal, was ich sage. Mit einem Premium-Account stehen Ihnen viele interessante Vorteile zur Verfügung. Wussten Sie zum Beispiel schon, dass Sie als Premium-Kunde eine grenzenlose Medien-Flatrate besitzen? Oder dass Sie ermäßigten Eintritt zu allen Einführungsveranstaltungen erhalten? Wenn Sie sich jetzt bei unseren Service-Mitarbeitern einschreiben, erhalten Sie einen Quickie-Schlüssel-Anhänger. Sie möchten also keine Informationen zu unseren Service-Angeboten und die Daten gleich herunterladen. Ja. Sehr gern. Endlich. Ich lade. Vorgang wurde abgebrochen. Upload konnte nicht initiiert werden. Bitte wenden Sie sich an einen der freundlichen Mitarbeiter an unserem Service Points. Die Mitarbeiter sind alle tot. Tut mir leid. Ich habe sie nicht richtig. Es gibt keine Arbeiter mehr. Sie sind alle bei dem Klimakollaps gestorben. Tut mir leid. Ich habe sie immer noch. Der Typ, der lächelt an seinem, möchte ihn so eins in die Fresse laden. Wieso kann ich die Daten nicht auf den Kristall laden? Der Upload kann aus unbekannten Gründen nicht initiiert werden, aber keine das ist Sorge, schlimm als Windows 10. Eine Ersatzkopie Ihrer Daten befindet sich in unserem Kristallarchiv. Ein freundlicher Mitarbeiter an unserem Service-Point wird Ihnen helfen. Das ist ja schlimmer als... Was soll so ein Service-Point überhaupt sein? Unsere Service-Points sind alle mit einem blauen Leuchtschild gekennzeichnet. Schauen Sie sich ruhig etwas um. Sie können sie gar nicht verfehlen. Unsere freundlichen Mitarbeiter helfen Ihnen gerne. Bitte verzeihen Sie, wenn es wegen der hohen Besucheranzahl zu Wartezeiten kommt. Besucheranzahl 0. Ich möchte mich für meine Daten nicht so lange anstellen müssen. Wenn Sie länger als 5 Minuten warten müssen, bieten wir unseren Kunden ein kostenloses Erfrischungsgetränk. Das ist ein nice Service. Will ich auch bei Windows 10 haben. Kriege ich 50. Ich habe keinen Durst und will sofort an meine Daten. Bitte entschuldigen Sie die Unannehmlichkeiten. Die Schränke des Kristallarchivs wurden nun freigeschaltet. Bitte folgen Sie den leuchtenden Lampen zu dem von Ihnen gesuchten Datenspeicher. Fehler. Lichtsignal im Regal defekt. Ein Mitarbeiter wurde informiert, die Lampe im Regal auszuwechseln. Datenkristall wird erst freigeschaltet, wenn in beiden Steckplätzen eine funktionierende Lampe sitzt. Ich bitte Sie um Geduld und wünsche Ihnen noch einen schönen Tag, Nigel. Verdammt! Okay, wir haben eins. Das nennt ihr Service. Ich habe gerade Achievement auf Steam bekommen. Quickie überstanden. Dafür ein Achievement zu bekommen, ist schon nice. Das nächste
Achievement wäre dann eine Nacht im Global abgeschlossen. Also Kapitel 2. Okay, ich habe eine Lampe. Da, perfekt. Nice. Nice, wie das so. Ich komme nicht ran. Ah, verflucht. Ich komme nicht ran. Okay, mach du mal das hier zu. Betätigen. Da an der Seite ist nichts, und wenn ich das hier betätige, ist da etwas vielleicht. Ich komme nicht. Flucht. Nee, nee. Paddel. Nee. Den da hier. Ich weiß nicht. Okay. Wow. Such much. Wowsy. Hier sollten alle. Ist doch unmöglich, dass der den Datenkristall noch damals. Dieser Datenkristall, hier sollten alle. Aber ich verstehe das. Schon bei Zeitreisen her? Nein, nein, nee. Okay, dann gehen wir wieder hoch und dann Salvador geben. Ja, Katzen. Hast du die Daten? Sogar die Originaldaten. Bravo, her damit. Hoffentlich haben wir jetzt mehr Glück. Und, klappt's? Nerv nicht, Funker, das dauert einen Moment. Jetzt wird's interessant, was ist da? Hallo, Zutatanismus! Komm her, Faye. Das musst du dir ansehen. Oh. Emilio Indes. Ein Großindustrieller und Multimillionär aus der Energiebranche. Sieh nur, er hat zur Jahrtausendwende über 30 Großkraftwerke in der dritten Welt gebaut. Alleine 10 davon standen hier. Im brasilianischen Dschungel. Und dann. Wow. Die Explosion hat einen Großteil des Regenwalds in kürzester Zeit vernichtet. Die Auswirkungen waren katastrophal. Das ist ja schrecklich. Nuklearer Winter, Treibhauseffekt, der Golfstrom erstarrte und hier, die Pole. Alles innerhalb von wenigen Jahren. Was war das für ein Foto? Die Gefahren eines Klimawandels waren bereits lange bekannt. Es gab Proteste und eine Sammelklage gegen Indes Kraftwerke. Sogar noch kurz vor dem Zwischenfall. Und hier... Die Internationale Energieaufsichtsbehörde. Es kam zu einer Anhörung in Oslo. Hier wurde darüber entschieden, ob Indes seine Kraftwerke weiter betreiben darf. Das muss es sein. Nigel wollte, dass wir dorthin reisen. Zu genau dieser Konferenz. Kann sein. Vielleicht aber auch nicht. Hier steht es sogar. Ich bin schon wieder zu leise, verdammt. Die Entscheidung wurde zugunsten von Indes gefällt, weil es keine Alternativen gab. Denkst du, was ich denke? Die Alge. Salvador, ich bin mir ganz sicher, diese Konferenz ist unsere Chance. Wir müssen ihnen die Alge präsentieren. Indes muss seine Kraftwerke vom Netz nehmen und die Erde ist sicher. Zu riskant. Unser Ziel ist Indes. Wenn wir Indes stoppen, stoppen wir auch den Klimawandel. Nein, irgendwie. Egal, ich meine, weiter wird es weiterführen. Wir müssen auf diese Konferenz. Wir müssen die Alge präsentieren. Wir müssen hierhin, zum Kraftwerk. Wir müssen das Unglück verhindern. Aber damit würden wir die Katastrophe doch nur hinauszögern. Die anderen Kraftwerke... Papalapap, ich habe entschieden. Wir gehen nach Brasilien. Geh du schon mal vor zu Delvin. Sag ihm, er soll die Zeitkapsel startklar machen.
Wir hätten ihm das falsche gesagt. Ein Reaktorunglück? So ein Unsinn. Wenn es eine Klimakatastrophe gibt, dann durch globale Erwärmung. Konstante Umweltverschmutzung ist der Gegner, nicht irgendwelche Hollywood-Szenarien. Videospiel-Szenarien. Ja, konstante Umweltverschmutzung, die sich in dem Bruchteil einer Sekunde mit sofortiger Wirkung entlädt. Schwachsinn. Einfach nur Schwachsinn. Egal, was der Auslöser war. Mit deiner Hilfe können wir es verhindern. Wow. Und ich wir haben jetzt eine Zielzeit. Jetzt brauchen wir noch das entsprechende Atom und eine startklare Zeitkapsel. Fragt Delvin, ob er das Problem inzwischen gelöst hat. Sekunde, lass mich bei OBS einstellen. Da bin ich schon voll. Ich könnte nur noch das Spiel leiser machen. Es ist, wow, das ist bei 100%. Wie ging 50% für dich? Zutatlinismus, sag mal an. Schubidubi, ich rede nochmal mit Salvador. Frag Delvin, ob er das Blablabla. Okay, dann können wir jetzt zu Delvin gehen. Und dieser Typ, der macht mir immer noch Angst. Der hinter der Eisentür lauert. Dann sprechen wir mal mit Delvin. Faye, ich habe unsere Ration ausgepackt. Hier, nimm. Delvin, lecker Food. Wir haben wieder ein Ziel. Wir müssen weiter in die Vergangenheit. Ein Kraftwerk ist explodiert und hat den Klimawandel ausgelöst. Ein Kraftwerk ist explodiert? Das ist unsere Chance, das Unglück zu verhindern. Haben wir noch genug Energie für einen zweiten Zeitsprung? Ich bin mittlerweile schon etwas zuversichtlicher. Es wird dennoch keine angenehme Reise. Wir brauchen doch jetzt nur noch ein magnetisiertes Atom aus dieser Zeit, richtig? Nur noch? Ja, wir haben hier weder die Instrumente noch die Zeit, um so ein Atom zu finden und zu datieren. Woher habt ihr die Informationen über das Kraftwerk? Ich habe mir Bilder von einem der Terminals runtergeladen. Früher wurden Fotos und Filme auf mit Gelatine beschichteten Medien gespeichert. Sogenannte Videokassetten. Wenn wir das Originalmaterial finden könnten, hätten wir auch das nötige Atom in der Gelatineschicht. Weißt du, ob es hier ein Archiv gibt? Ich arbeite dran. Pass auf dich auf. Okay, wir müssen also ein Archiv finden. Wie lange spielst du schon? Ich spiele so circa seit... oh, schon eine Stunde. Genau eine Stunde jetzt. Wow. Gut. Dann... Oh, wir haben Essen. Instant Pillen. Oh, die sehen wie Mentos aus. Denkt ihr euch das gleiche, was ich denke? Curry... Was zur Hölle? Curryhuhn. Was zur Hölle? Übrigens, wir haben ein Flasche Red Curry Cola. Hast du mit Delvin geredet? Bekommen zu Tanismus. Wie sieht's aus ja, mit der Challenge? Macht keine Probleme. Und das Atom können wir im Originalmaterial der Filmaufnahmen finden. Delvin ist ein Genie. Und du wirst deinen Weg nach unten finden und das Videomaterial besorgen. Jedes Artefakt in diesem Archiv besitzt eine Identifikationsnummer. Die Originalaufnahme der Indes-Katastrophe beginnt mit der ID 2110832100. Das sollte deine Suche beschleunigen. Du bist immer noch am gleichen Ort. Hey, ich bin eine halbe Stunde an derselben Stelle festgeblieben. Und zwar, weißt du, hier war der Datenkristall da links, genau hier. Und ich habe als allererstes gedacht, Paddel, könnte ich mal runterschmeißen. Hab's gemacht, aber anscheinend wollte ich das nicht nehmen und ich habe auf das Rinser geklickt. Jedenfalls habe ich dann alles mögliche ausversucht, unten alles mal gemacht und alles und dann habe ich eine halbe Stunde. Aha. Das ist so schlimm. Und hey, ich habe einen Curryhuhn. Huhn, was hast du? Und das hast du hier auch nicht. Hehehe. Ich glaube, wir müssen weiter runter. Ah, hinter der Tür, wo der Typ auf uns lauert, ist wohl wahrscheinlich die Videokassette. Auf Videokassetten war Gelatine? Gelatine? Wow. Bist du noch da? Ich muss ins Medienarchiv. Perfekt. Hast du was zu essen? Ich habe Hunger. Ich gehe... Ja, ich habe etwas Curryhuhn. Guck mal, ich habe hier was für dich. Linke, da auf die Treppe. Und jetzt geh weg. Ich lass dich rein, wenn ich das mochte. Ist ihm einfach Vertrauen, wow. Wow. Was willst du? Oh. Ich hab mich so...
ganz schön erschreckt. Du hast mich auch ganz schön erschreckt. Was willst du hier? Ich möchte dir ein paar Fragen stellen. Geht das? Nur wenn es nicht zu lange dauert. Ich hab noch viel zu tun. Ich mach's kurz. Was ist hier passiert? Wieso ist alles zerstört? Alles kann so schnell kaputt gehen. Alles geht schnell kaputt. Wie lange ist das Kraftwerkunglück her? Weiß nicht. Hier gibt es kein Kraftwerk. Nur eine Bibliothek. Ganz schön viele Fragen. Lass mich einfach in Ruhe, ja? Es ist aber wichtig. Wie hast du die Katastrophe überlebt? Was meinst du? Du musst den Klimawandel doch irgendwie mitbekommen haben. Weiß nicht. Ich mag dich nicht. Ja. Ich muss dir diese Fragen stellen. Gibt es andere Überlebende? Du sagtest, du hättest hier Freunde. Viele Freunde, ja. Sie sind gerade nicht da. Schade, schade. Ich hätte sie dir gerne vorgestellt. Du hättest für sie kochen können. Zu viele Fragen. Viel zu viele Fragen. Nochmal mein Leben erzählen, das mag ich nicht. Okay. Gut. Ich suche Videokassetten. Wo ist das Archiv? Das alles hier ist das Archiv. Quicky kann es dir bringen, wenn du was suchst. Mach schnell. Ich suche einen Mann namens Nigel. Hast du ihn gesehen? Nein, ich bin ganz allein hier. Hier sind nur meine Freunde. Ich schau. Aber er hat doch. Ist doch Nigel Sack, oder? Lebender, wow, so viele Sachen im Terminal. Küche ansehen. Kommentieren. Sie ist besser ausgestattet als unsere Notfallküche. Tja, zu Tendismus hörst du oft von Seppi, was? Hm? Lieber nicht, sonst will er wieder, dass ich ihm was koche. Bücher über Bücher. Ich habe noch nie so viele auf einmal gesehen und in so gutem Zustand. Die Flüsse von San Francisco, von Gonzalo Benjamin. Das Meer von San Francisco wohl eher. Nein, manchmal... Oh. Wow. Du liebst... Nein. Aber du liest. Manchmal. Oh. Ja, gut. Nährstoffbehälter. Sie müssen ihm erst kürzlich ausgegangen sein. Ist es nicht schlimm, dass wir so leben müssen? Jeden Tag ums Überleben kämpfen? Olivia hat gesagt, dass es in Mary noch einen vollen Supermarkt gibt. Da gibt es noch mehr davon. Nachdem die Mission beendet ist, werdet ihr ein besseres Leben führen. Das verspreche ich. Dann werden sie nicht mehr existieren. Er ist ganz allein hier, nur seine Freunde sind noch da. Klar, seine rechte Hand. Darf ich eins haben? Es könnte mir bei der Mission helfen. Nein! Das macht nichts. Ich schaffe es bestimmt auch ohne. Kartons. Bei uns daheim sieht es genauso aus. Sie haben tatsächlich seine Sachen durchwühlt? Ich hoffe ja, dass Sie so etwas bei mir nicht auch gemacht haben. Hätte ja sein können, dass er etwas besaß, das der... Auf welchem Stern Sie diesen Mann auch immer getroffen haben. Er musste auch schauen, wie er über die Runden kam. Es ging ja nur um die Zukunft der gesamten Menschheit, aber egal. In den Kartons war ohnehin nichts, nur braunes Papier. Braunes Papier? Hier liegt ein Zettel. Anmeldeformulare bitte komplett neu drucken. Und diesmal kein Recyclingpapier. Wie sieht das denn aus? Die Kartons sind ja randvoll mit Papier. Musstest du die alle allein tragen? Und das sieht die man waren wieder. Schon hier. Ach, dann sind das gar nicht deine. Doch! Aber das sieht man mal wieder. Das ist ein kleines verstecktes Beispiel für den Klimawandel. Nehmt kein Recyclingpapier, nehmt neues, frisches Papier, wo wir... Das ist doch schlimm. Versteht, was ich meine, oder? Oder? Und ich habe hier keine angebrochene halbe Sätze herumliegen, oder? Ein Regal mit alten Malereien der untergegangenen Kultur. Malereien, Verkehrsschild, Vorsichtsbaustelle. Ich auch mal solche Bilder. Damals wusste ich noch nicht, was die Menschen der Vergangenheit alles Schreckliches gemacht haben. Ein ganz seltsames Gerät. Ich kann es gar nicht richtig beschreiben. Was ist das hier? Weiß nicht. Habe ich gefunden. Sieht aus wie ein Glas mit Rasierklingen. Das Leben muss früher sehr seltsam gewesen sein. Ein Mixer. Vielleicht. Ach komm, er hat gerade einen nuklearen Winter überlebt und alles. Du musst doch Nachsicht mit ihm haben. Die Hängematte ist völlig zugemüllt. Soll ich dir vielleicht etwas beim Aufräumen helfen? Das haben Sie ihn doch nicht ernsthaft gefragt. Man kann zu Hause doch nicht seinen Müll stapeln. In seiner Situation ist das doch völlig irrelevant. Zusammen geht das ganz schnell. Lass das so. Na gut. Lass das so, wenn meine Mutter reinkommt, sage ich auch immer. Mhm. Wir beide, der Typ und ich, haben ganz viel zusammen. Besonders
und meine Aussagen sind auch widersprüchlich, besonders im Französisch. Eine Matratze, wow. Ist das nicht Knast, wow. Groß? Was sag ich? Das ist bestimmt sehr gemütlich. Ein Kanister. An der Wand hing sein Wasservorrat. Regenwasser aus Kanistern. Das ist bestimmt wieder meine Schuld. Die Trinkwasservorräte waren aufgebraucht. Es gab nichts anderes mehr. Versuchen Sie, das mal meiner Therapeutin zu erklären. Was ist denn den Kanister? Wasser. Wie filterst du es? Ich fange es auf, bevor es in den Fluss fällt. Das ist ja schrecklich. So weit hätte es nie kommen dürfen. Dokument. Oh, ein Bildschirm. Perfekt. Da stand auch so ein hässlicher Bildschirm herum wie hier. Hat er noch funktioniert? Nein, war kaputt. Funktioniert eigentlich irgendetwas, das Sie anfassen? Oh, Schatz befeiert. Schlimmer als Salvador. Kaputt. Oh, okay. Ansehen. Ich hatte gehofft, so ein Ding nie wiederzusehen. Das ist aber nicht der Freund, von dem du immer sprichst. Nein, das ist Quickie. Puh, gut. Quickie ist meine Freundin. Was würdest du sagen? Was würdet ihr machen, wenn ihr jetzt der Typ in der Gegenwart wärt, also Svensson, und plötzlich so eine Frau kommen würde? Würdet ihr glauben oder nicht? Ich ja, einfach, weil es schneller gehen würde. Ja gut. Ich hatte gehofft, so ein Ding nie wiederzusehen. Ach so, benutzen. Guten Tag, Sean Rathold. Starten Sie den gewünschten Suchvorgang. Ich suche ein Artefakt, das mit der ID 21108321100 beginnt. Ihre Suche ergab über die Autovervollständigung 3 Treffer. Erstens, das Manuskript zu Antima Day Shop von Ray Klimit. 21108321 0012. Zweitens, eine Ninon Opus Lux C Spiegelreflexkamera. 21108321 0089. Drittens, Videomaterial zu Die Indes-Katastrophe. Die Indes-Katastrophe, what the hell? 21108321 0091. Ich glaube, wir suchen das letzte. Möchten Sie eines dieser Objekte bestellen? Ich brauche das Video. ID 21108321 0091. Einen Moment bitte. Fehler. 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 Nicht du auch noch. Was ist denn? Offenbar gab es einen Fehler bei der Lieferung Ihrer Bestellung. Das Behältnis scheint defekt oder unzugänglich geladen zu sein. In unmittelbarer Umgebung Ihrer Bestellung befinden sich Objekte mit ähnlicher ID. Erstens, das Manuskript. Zweitens. Ich nehme die Kamera. Wenn es nicht anders geht, dann nehmen. Auftrag wird aus. Sehr schön. Aber ich will noch mal. Guten Tag, Sean. Ist dies nicht... Ich möchte etwas... Schicken Sie das in der Auslage befindliche... Ich brauche... Okay, dann müssen wir es nehmen. Das muss wohl diese Ninon Opus Lux C Spiegelreflexkamera sein. Lux C, bla bla bla. Unglaublich, dass sie auch so lange haben in der Zukunft. Kann ich irgendwas drücken? Nein. Schließen. Terminal benutzen. Guten Tag, schaffen Sie es nicht, Ihr Name. Locken Sie sich unter. Ich bin fertig, ich möchte das. Ich bin fertig. Okay, und jetzt nehmen wir das Manuskript. Ich nehme das Einen Moment. Fehler, Fehler, Fehler. Guten Tag. Ich nehme das Manuskript. Okay, was war das? Hey, Fehler. Fehler, Fehler, Fehler. Okay, Lagerhalle, ansehen. Das muss das Magazin. Und da drin sind die Videos, die ich suche. Wie komme ich da rein? Du darfst da nicht rein. Das darf nur Quickie. Okay, kann ich mit der Kamera irgendwelche Fotos machen? Nö, keine Ahnung. Gibt's da irgendwie einen Durchgang? Wenn ich hier rauskomme, bin ich hier. Kann ich mit der Kamera hier vielleicht einen den Wartungsschacht? Ich kann den Wartungsschacht gar nicht mehr ansteuern. Och, Menno. Ich
möchte... Geht das? Nur, ich hab noch... Ich mach's. Okay. Gut. Ich geht das? Ich mach... Okay. Gut. Ich... Okay, der schafft nichts. Terminal bitte. Nochmal. Guten Tag. Ich brauche einen Moment. Fehler. 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 Nicht du auch. Offenbar gab das Behälten in unmittelbar. Erstens. Das noch zweitens. Dann nehme ich einen Moment. Fehler. Fehler. Ja, welcher Fehler? Sag's doch, Mann. Kann ich das irgendwie aufschrauben? Nein, nee. Ja. Was ist, wenn ich die Kamera bestelle? Ich nehme den Auftrag. Dann ist der Behälter hier leer. Was ist, wenn ich die Zeit vom Gerät reintue? Nein, nein. Und was ist mit dem Messer? Ach, nee. Der Paddel. Nee. Der Schrauben, warte, kann auf keinen Fall. Ja, kann ich nicht aufschrauben. Besser nicht. Was ist, wenn ich das reintue und die Kamera? Die Kamera kann ich wieder reintun. Ich bin fertig mit dem bestellten Artefakt. Ah, ich verstehe. Man kann wahrscheinlich das Manuskript nicht holen, wenn man das dann noch nicht reingetan hat. I see, I see. Ich nehme das mal... Einen Moment bitte. Fehler, Fehler, Fehler. Hä, wieso? Guten Tag. Ich nehme die... Auftrag wird ausgeführt. Hä? Öffnen. Ich kann nichts mehr damit drücken. Ich kann ja nicht mal was damit drücken. Eine Kamerafunktion war auch mal für das ZFG geplant. Schade, dass es dazu noch nicht gekommen ist. Ach nee. Ah. Das bringt nicht. Das bringt. Komm, lass uns mit dem Messer drücken. Das bringt. Oh. Das. Nein. Eine kleine durch. Warte, kann ich da nicht etwas anderes reintun, was hier liegt? Irgendwie Konserven, Bücher. Kommentieren. Kann ich nicht irgendetwas. Dokumente, Bildschirm, Kartons. Nee, irgendetwas, wissen, was er nicht braucht. Behälter. Was ist. Was? Das Leben muss früher sein. Egal, da kann ich nicht irgendwas davon nehmen. Eine Konserve. Nehmen, perfekt. Ich eins haben? Nein! Das macht nichts. Oh Mann! Küche kann ich nichts nehmen. Ah, kann ich dir nichts nehmen? Do it. Guten Tag, Genre. Ist dies nicht in der... Ich brauche nichts. Ich möchte etwas anderes bestellen. Ich bin fertig mit dem Bestellen. Ich möchte... Schicken Sie das in der... Ich möchte... Schicken Sie das in der... Aus. Ja, aber dann geht's doch nicht mehr. Ich bin... Hä? Oh, das verwirrende. Ich brauche das Video, ich nehme das Manuskript, ich nehme die Kamera. Ich nehme... Einen Moment. Fehler. Ja, gut. Soll ich denn tun? Kann ich die Dokumente nehmen, den Bildschirm, ein Karton? Sie haben tatsächlich aufhört. Es geht in den Lesen. Regal. Hängematte. Verdammt! Ich habe schon wieder vergessen zu ändern. Danke zu Tatanismus. Ah, das haben wir noch gestern Abend ja gemacht. Seppi hat mich auch gestern darauf hinweisen müssen. Aha. Arbeiten. So. Perfekt. Terminal, Kanister, Matratze. Übrigens, Videos im Nachhinein könnt ihr jetzt auch schauen auf meinem YouTube-Kanal, der ist unten in dem Panel dafür verlinkt. Ja, Werbung, Werbung, ganz unauffällig. Terminal. Guten Tag.
Hallo, ich bin das Video. Ich brauche einen Moment. Fehler. Nicht du auch. Offenbar gab es das Behälter in unmittelbarer. Erstens, das Manuskript zu Antima Day Shop von Ray Clemente. Zweitens. Dann nehme ich einen Moment. Fehler. Ja, welcher Fehler, du Honk? Nee. Das bringt. Ach, Gottchen. Ich bin gerade am Verzweifeln. Es muss doch hier etwas geben. Kann ich nicht die Matratze damit aufschlitzen? Den Kanister. Den Bildschirm. Nee. Auf keinen Fall. Besser. Bestimmt. Nee. Besser nicht. Nee. Bestimmt. Ah. Genarf. Fotografieren wir den. Matratze. Nee. Kanister. Nee. Sonst was. Kombinieren mit Sachen, die keinen Sinn ergeben. Lieber nicht. Sie ist besser. Ist es nicht schlimm, dass... Olivia, was ist in Mary noch... Das verspreche ich. Tut mir leid, ich war kurz weg. Da war so ein parasitäres Geschöpf in meiner Wohnung namens Eltern. Ja. Was soll ich nur tun? Jetzt überlegen wir mal ganz scharf. Wir haben die Spiegelreflexkamera bekommen. Und was sollen wir mit der machen? Weiß nicht. Ach nee, besser nicht. Lieber. Also meine Idee ist ganz ehrlich, dass wir die Kamera irgendwie dazu bekommen. Ich nehme die Kamera. Ich nehme die Auftrag. Dass die irgendwie ein Foto macht, während sie halt da unten ist. Aber es funktioniert anscheinend nicht. Nee. Eine Kamera schadet. Nein. Müssen wir sie wieder zurückschicken? Eben wenn wir in diesem Display sind, versteht ihr? Ich bin fertig. Und jetzt benutzen. Guten Tag. Ja, und jetzt suche ich die Kamera wieder. Jetzt kriegen wir das und dann haben wir gleich die Frontalansicht. Da werde ich jetzt mal nicht wegklicken, sondern einfach herumklicken. Einfach mal herumklicken, Kappa. Eben, und wenn wir jetzt öffnen, das Ding, dann sind wir hier. Hä? I don't get this. Lieber nicht. Das bringt. Hey, ich verstehe nicht, was wir damit machen sollen. Habt ihr irgendwie eine Idee?
Ich meine, egal was ich dort klicke, es funktioniert nicht, oder? Ich nehme der Schlüssel ist doch bei der Kamera irgendwie, dass wir dann irgendwas klicken müssen. Ich weiß nicht was. Es ist unklickbar. Ansehen. Das muss wohl diese. By the way, für so eine Spiegelreflexkamera sieht es schon ganz schön scheiße aus. Okay, wir klicken hier. Bitte. Das sieht jetzt anders aus. Kann das sein? Ich bin fertig mit dem bestellten Artefakt. Sag mal. Ich nehme die auf. Nee, die sieht immer noch so aus. Nehmen. Wo ist diese Selbstauslöse? Also. Es gibt auf dieser ganzen Linie sowas. Wenn man hier hochgeht. Und wenn man nicht hier entlang geht, aber da plötzlich nicht mehr. Und wenn ich hier lang gehe, habe ich hier nicht mehr. I don't get this shit. I really don't get this shit. Ich habe absolut keine Idee mehr. Absolut keine Idee. Das bringt. Ich weiß nicht. Nein, nein. Nee. Eine Kamerafunktion. Schade. Eine Kamera. Schade. Verflucht. Ich bin so dämlich. Oh, ich habe vergessen, dass man auch bei den ganzen Sachen hier gedrückt halten kann. Und die dann genau ansieht. Verstehe ich. Das bringt. Und so hätten wir uns. Ah, oh, ich bin so dämlich. Weil dann kann ich mir auch Delvin mal putzen. Hat zu tun und mit Salvador. Die Sonde ist zu weit entfernt. Ich kann keine Verbindung. Ah, oh, ich bin so dämlich. Okay, ich stelle den selbst jetzt, muss ich. Okay, ab in die Box wieder. Ich bin, oh, ich bin so dämlich. Artefakt. Da haben wir es gehört. Guten Tag. Ich nehme die. Jetzt nehmen wir die Kamera. Ich habe mir schon mal sowas gedacht, aber ich dachte, wir müssen im Menü was machen. Öffnen. Moment. Ah, da ist es. Das da rechts muss das Video sein. Und ich kann noch was erkennen. Eine Kiste mit einer ID. Hm. 3, 4, 7, 6, 8, 9, 7. Ich glaube, ich bestelle diese Sache mal. Und ist dies nicht innerhalb? Ich möchte. Schicken Sie da. Ich legen wir jetzt einfach zurück. Die Kamera können wir behalten. Ich will das Artefakt mit der Nummer
3, 4, 7, 6, 8, 9, 9, 7, 0, 0, 9, 8, 9, 7. 9, 8, 7. Das Behältnis mit der ID 3, 4, 7, 6, 8, 9, 7, 0, 9, 9, 8, 7 ist leer. Möchten Sie dieses Artefakt? Ja. Oh, ich kann da reintun. Kann reingehen. Nice. Diese Boxen, da würde ich ja... Einfach mal reiß. Tatsächlich, ich... Ich muss mit dem Typen reden. Kannst du quick... Das finden meine Freunde aber nicht in Ordnung. Bitte. Wer ist deine Freunde? Ich brauche diese... Ich darf kein... Ich koche... Das würdest du... Wir haben oft Hunger. Klar, versprochen ist versprochen. Okay, sag Bescheid. In 10 Minuten musst du diese Box hier zurückrufen. Okay. Danke, du bist mir eine große Hilfe. Er weiß nicht, wie das geht. Kann das sein? Du kannst mich jetzt wegschicken. Okay. Quickie, schick sie weg. Oh, creepy. Okay, and wow. Oh shit. Es ist so wie Jenga. Eine Unmenge an durchsichtigen Boxen. Dafür würde ich Jahrzehnte brauchen. Und das meiste würde mich nicht... Das ist die Box. Sie klemmt. Wegen dieser Box konnten die Videokassetten nicht hochgefahren werden. I see. Hier im P2-Boxen. Sie klemmt. Kann ich nicht irgendwie mit dem Schraubenzieher was machen? Ja, perfekt. Ein Video vom und eines von der Klimakonferenz. Egal was Salvador sagt. Shit. Wir müssen mit den Menschen reden. Er wird schon noch einsehen, dass ich recht habe. Okay, dann kann ich hier wieder einsteigen. Diese Box. Diese Box ist viel... Ich setzte mich in die Box und wartete. Ich weiß nicht, wie lange. 10 Minuten, eine halbe Stunde, nichts geschah. Ihr Freund hat sie versauern lassen. Ihm gefiel wohl nicht, sich von ihnen belehren zu lassen, wie er zu leben hat. Warum auch immer. Er hatte mich verraten. Oh. Für eine Nachricht. Hallo? Zeitleitstelle, bitte kommen. Quadi? Naomi? Hier spricht Faye. Könnt ihr mich hören? Mission abbrechen. Verloren. Wir haben verloren. Was in der? Echos von den anderen. Benson. Ben Svensson ist unser Retter. Ben Svensson? Das habe ich doch nie gesagt. Hallo? Hallo, wer spricht da? Ach, M. Was? Ich sagte, rede mal verständlich. Und hör auf, wie ein verrücktes Huhn in die Leitung zu gackern. Wo steckst du überhaupt? Salvador, wieso bist du in der Leitung? Wieso bist du in der Leitung? Delvin hat unser Funkgerät repariert. Wir können uns jetzt jederzeit kontaktieren, wenn sich etwas Neues ergibt. Etwas Relevantes, etwas Wichtiges. Etwas, was die Mission weiterbringt. Hysterisches Rumgestammel stand aber nicht auf der Liste. Ich habe Bruchstücke einer Zeitinterferenz abgefangen. Wow, gratuliere. Das unterscheidet dann wohl einen Profifunker wie dich von einem Laien wie mir. Wenn ich funke, dann bekomme ich immer nur klare Nachrichten rein. Nein, du verstehst mich falsch. Ich habe mich selbst gehört, aber nicht mich jetzt, sondern später. Ich meine, ich habe etwas gesagt, was ich noch nicht gesagt habe. Wir funken durch die Zeit, was erwartest du? Sag dir der Name Ben Svensson. Sag dir der Name Ben Svensson. Jetzt wird lustig, ob wir das in der... Sollten da nicht schon automatisch die Glocken läuten? Er ist derjenige, der uns seit Jahrhunderten mit Energie versorgt. Das ist es. Ja, wer hätte gedacht, dass es zwischen ihm und dem Svensson-Generator einen Zusammenhang gibt? Mal sehen, ob das in der Gegenwart glaubt. Das ist es. Ich habe einen Plan. Ich weiß, wie wir die Katastrophe verhindern können. Das ist ja alles schön und gut, aber ohne das Tape nützt uns das nicht viel. Ich habe das Tape, sag Tape. Ich habe das Tape. Körper. Ich habe von mir und dir zu ZSMUS. Eines von der Katastrophe und was noch viel interessanter ist,
Die Aufnahme von der Klimakonferenz eine Woche davor. Worauf wartest du denn noch? Bring sie her. Ich kann nicht. Ich sitze fest. Oh Mann. Wo? Im Archiv. Eigentlich sollte mich ein Freund wieder rausholen, aber ich warte immer noch. Ein Freund? Warte dort. Ich bin sofort da. Over and out. Perfekt. Nette Box. Ich hoffe, dich gibt es jetzt nicht serienmäßig. Danke für deine Hilfe. Du sagtest, du hast das Tape? Hier, bitte. Gute Arbeit. Und hier das zweite. So, und jetzt der Plan. Wir reisen zur Klimakonferenz und erzählen den Menschen vom Svensson-Generator. Anschließend werden sie das Kraftwerk abschalten und puff, die Klimakatastrophe hat nie stattgefunden. Wo ist mein Freund? Er wollte nicht kooperieren. Ich musste das Risiko minimieren. Du hast ihn... Hier, das Konferenzvideo kannst du behalten. Ich habe nicht vor, die Mission für diplomatischen Hokuspokus zu opfern. Das Kraftwerk ist das Ziel. Was? Gib mir sofort das Video wieder. Wenn wir zum Kraftwerk reisen, wird es nur noch mehr Tote geben. Wir reisen zur Konferenz. Es wäre auch in deinem Interesse. Na, da bin ich aber gespannt. Ich glaube, ich weiß, was jetzt passieren wird. Sie wird die snitchen. Oder nee. Doch. Sie wird die snitchen, dann selbst in die Zeitmaschine zersteigen. Die reist dann in die Zeit von Svensson. Und dann bittet sich Svensson, auf der Konferenz den Svensson-Generator vorzustellen. Ja, das ist es. Wir müssen eine langfristige Lösung finden. Wenn wir ein Kraftwerk retten, wird irgendwo ein anderes explodieren. Die Menschen müssen sich aus eigener Überzeugung ändern. Schon so spät. War das jetzt alles? Wir müssen leider bald den, also ich muss leider bald den Stream Schluss machen. Die Konferenz. Weil ich noch vorhin muss. Der bessere Weg. Du hast heute Geschick und Intelligenz bewiesen. Du hast den Bohrer eigenständig umgebaut und du hast ein fremdes Terminal repariert. Es wird dir sicher auch ein leichtes sein, die zweite Zeitkapsel wieder in Gang zu bekommen. Was? Wenn es dir noch nicht aufgefallen sein sollte, in unserer Kapsel ist nur Platz für zwei. Und ich habe mich für meinen Techniker entschieden. Ihr lasst mich zurück? Ja. Und eines noch. Wir können Gewalt nicht vermeiden. Es wird sterben, wer sterben muss. Vielen Dank für deinen Einsatz, Faye. Lebe wohl. Warte! Da Sie jetzt hier sind, nehme ich an, Sie haben die zweite Kapsel in Gang bekommen. Nein. Ich habe Ihre sabotiert. I knew it. Ihr könnt mich doch nicht zurücklassen. Delvin! Es tut mir leid, Faye, aber ich... Delvin ist wichtiger als du. Er wird von dir erwarten, Menschen zu töten. Faye, bitte! Ich darf jetzt keinen Fehler machen. Das Video liegt an seinem Platz. Der Zeitsprung wird gleich starten. Ich kann jetzt nichts mehr... Aber ich vielleicht. Okay, Zeit. Start Laser, Delvin. Kraftwerk-Video nehmen. Hey, aber... Das zweite Video. Als keiner hinsah, habe ich die Videokassetten vertauscht und gewartet. Oh shit. So, alles bereit. Zeitsprung initiiert. Pulse auf maximaler Stufe. Zielkoordinaten sind eingeloggt. Quantensignatur des Videos. Etwas stimmt nicht. Mein Gott! Oh mein Gott. Zeitsprung abbrechen! Zu spät! Die Zeitdrift wird uns auseinanderreißen, wenn ich nicht sofort nachjustiere. Faye, ich bring dich um! Du hast die Videos ausgetauscht, richtig? Oh, Faye, shit. Steig zu Salvador in die Kapsel. Ich werde retten, was noch zu retten ist. Nein, okay, ich will nicht mit dem Bastard in der Zeit. Das Ziel ist nicht mehr das Kraftwerk, sondern die Konferenz. Eine Woche früher, am 21. März. Nein, halt! Am 20. Und das Jahr! Das Jahr! Mein Gott! Was hatte Salvador gesagt? Ich hoffe, das war richtig. Oh shit. Okay, in der Situation waren wir schon ganz schön arschig. Der zweite Zeitsprung war anders als der erste. Die Schmerzen waren unerträglich.
Aber hier bin ich nun. Mit deiner Hilfe können wir der Menschheit vielleicht eine zweite Chance geben. War das Barneys Idee? Ich will ja kein Spielverderber sein, aber ich bin gerade... Ich mach keinen Spaß, Svensson. Du musst mir helfen, die Welt zu retten. Raus. Verschwinden Sie. Hast du mir nicht zugehört? Ohne deine Hilfe kann ich nicht... Oh doch. Ich habe sehr wohl zugehört. Ich habe alles verstanden und ich habe die Worte im Kopf bewegt. Und ich will, dass sie gottverdammt nochmal verschwinden. Verdammt. Wait. Drücken ist nicht, Alter. What? Ist das nicht... Warte, wer ist das? Who is that? Das ist nicht Salvador. Das ist doch der eine, der gestorben ist. Chapter 3, Rude Awakening. Unsanftes Erwachen. So, der ist fest verschnürt. Hältst du das wirklich für eine gute Idee? Wow, die Untertitel sind scheiße synchronisiert. Auch nicht weniger als vorher. Was sind das nur für Leute? So eine Art Öko-Terroristen? Und wo bin ich hier? Jetzt spielen wir wohl wieder Svensson, wie ich hier ausbrechen soll. Wow, Profi-Saboteur. Profi-Saboteur, Ende. Kapitel 2 abgeschlossen, sehr schön. Ich schaue jetzt so kurz die nächsten Achievements durch, denn ich muss jetzt gleich weg. Die nächsten Achievements werden Oggi zur Weißglut treiben. Keine Ahnung, wer es ist. Und mehr gibt es in diesem Kapitel anscheinend nicht. Die Menge tobt. Doktore ändern. Anwärmehändedruck. Ich telefoniere halt gerne. Gut, ich speichere erstmal hier. Ja, bitte. Und ich beende auch das Spiel. Wir spielen dann so um knapp 22 oder 21 Uhr weiter. Ja, und ich sag schon mal ciao. Ciao YouTube.